Tja, Leute, also wirklich einladend sieht das hier nicht aus, aber ich muss mal raus, es ist Sonntagnachmittag und ja, mal ein bisschen gucken. Ich bin hier im Augenblick in der Gegend von Koblenz, vielmehr Mülheim-Kärnich. Ja, und will eigentlich noch mal raus, noch ein bisschen mit dem Pfaff von der Scout ein bisschen rumasen und mir einen Zitronentee machen. Ja, und wie man schon sieht, eine sehr einladende Landschaft. Und vor allen Dingen schön sonnig, wie man so sehen kann. Tja, Sonntagnachmittag. Das ist jetzt das Ende der ersten Woche meines dreiwöchigen Urlaubs. Bin nicht weggefahren, großartig, weil meine Frau in Kur ist und ich auf den Größten aufpasse. Der Junge ist 16 und eigentlich schon größer als ich. Aber das ist ja auch keine Kunst, größer zu sein als ich. Ich bin ja nur so ein Setzei von 1,76 Meter. Man kann kaum noch die Häuser sehen, die da unten sind. Dabei sind das nur 100 Meter, glaube ich. Wow. Hier im Spätsommer waren wir mal hier oben gewesen und hatten wir, jetzt kann man kaum noch die Bäume sehen, hier einen schönen Blick über das Rheintal bei Andernach, Weißenturm, so die Ecke, und mit einem wunderbaren Sonnenuntergang. Ich muss dazu sagen, auch wenn das hier wirklich schön ist, wie man sieht, ist hier schon wieder ein gepflasterter Weg und er wird reichlich genutzt von Hundebesitzern, walkenden Rentnern und weiß der Teufel was. Ich weiß nicht, ob man da hinten das kleine Bäumchen da sieht. Oh, übrigens, meine Handschuhe, die ich fürs Buschwürfen benutze, da kamen noch Hirschrentner raus. Die machen Querfeld-Einwalking. Wunderbar. Und jetzt gerade auch hinter mir sieht man wunderschön. Ne, kann man jetzt nicht sehen. Ich will die Kamera auch nicht drehen. Laufen mir schon wieder zwei Damen hinterher. Na? Gut, gut. Also mit anderen Worten, hier oben hat man seine Ruhe garantiert nicht. Die Kamera, die ich hier jetzt benutze, das ist eine andere als die, die ich sonst immer mit dabei habe. Die habe ich für 25 Euro inklusive Versand bei eBay ersteigert. 25. 15. Für 15 Euro. Das ist eine Autokamera. Das ist der Teufel, wie die Leute das machen. Dass sie so günstig über den Landtisch gehen, keine Ahnung. So, ich mach mal die Kamera aus. Lass mal die Leute dran an mir vorbeilaufen. Weil geht mir auf den Sack, dass mir jemand hinterherläuft. Dafür habe ich keinen Bock auf die Natur. Ich habe ein schönes Plätzchen gefunden. Unter anderem auch ein bisschen Feuerholz.
etwas zum Einsatz. Das hat mir nochmal in anderen Videos gezeigt. Und zwar ein Sitzkissen von Ikea für 1 Euro. Darin drin habe ich ein von so einem Einweggrill die Abdeckung. Ja, dann würde ich mir mal einen schönen Tee machen. Dann mache ich mir heute einen Zitronentee. Ich werde dazu separat mal ein Video drehen, und zwar ich sammle manche Behälter, die gebe ich nicht weg. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfangen kann. Hier war zum Beispiel Lactostop drin, das heißt, ich habe Laktosentoleranz. Beschissenes Thema für jemanden, der das kennt. Laktosentoleranz bedeutet, wenn man, also man kann Milchzucker nicht so, also der Magen oder der Darm kann das nicht so verarbeiten. Und ja, dann fängt das an, den Magen zu gären. Was bedeutet, man bekommt Durchfall, Magenschmerzen. Naja.
nicht mehr mit Zitrone. Die ich mit meinem Pathfinder Scout schneiden werde. Der hat übrigens von meiner Kochaktion gestern Abend hat das Messer eine wunderschöne Patina bekommen. Da kann man gar nicht genug Vitamin C haben. Ah, das war es ja noch nicht. Da kommt noch was anderes mit rein. Nicht. Ein oder andere Scheibchen. Aber was wollen wir machen? Löffelt mir ein. Ich habe keinen Löffel zum Umrühren dabei. Tja. Muss mal ein bisschen tricksen. Übrigens, was ich mal zeigen wollte. Die Leute glauben, man könnte mit so einem großen, hier ist übrigens die schöne Patina, von der ich sprach, so mit so einem Messer auch keine feinen Arbeiten machen könnte. Achtung, ich zeig das mal. Ich denke, damit wir bewiesen, das geht wohl doch. Ja. Tja, dann müssen wir mal fixen, was das angeht mit dem Löffel.
Sache mit den Behältern, Containern, wie man die nennen soll. Man sieht, Lactostop war da drin. Nachdem die leer war, konnte man die aufmachen. Und ich habe dann Süßstoff reingetan. Also Wiederverwendbarkeit ist immer gegeben. Ich mag das auch sehr gerne. Ich werfe ungern solche wertvollen Sachen und sie wertvoll für mich weg. Und hier ist zum Beispiel ein Behälter, da war vorher ein spezielles Shampoo drin, und zwar Terzolin. Es gibt so Umwelteinflüsse, die mein Körper nicht so gut verarbeiten kann, und die zeigen sich darum, darin, dass ich dann zum Beispiel Schuppen bekomme, und das Terzolin ist das Einzige, was hilft. Nachdem das leer war, habe ich es zigfach ausgewaschen und habe da Honig reingetan. Achtung! Ast rein! Da gibt es nichts zu meckern. So, einen Löffel tricksen. Wieder ein Stück Holz. Oder was? Wie man sieht. Messer frisst sich durch das Holz. Man kann auch die Rinde prima damit mit der Rückseite abschaben. Hat ja auch gesehen, wie ich das Feuer gestartet habe, dass dieser 90 Grad Winkel wunderbar dafür geeignet ist. Futoning habt ihr auch gesehen. Noch ein bisschen flach. Ich werde gleich nichts von dem Grünzeug im Tee haben. Ich muss ja jetzt alles, was grün ist, im Mund stecken, ne? So, ja, der Löffelersatz sozusagen. So, Wasser kocht, was ich eigentlich nicht wollte. Also raucht tut's auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wenn ich die Steine nicht gefunden hätte, ich hatte Holz noch ein bisschen bearbeitet, ein bisschen kleiner gemacht und hätte diesen von Miltec, wo man diese Ami
Tasse drauf tun kann, als Stöfchen verwendet. So wie ich jetzt gestern gezeigt habe und heute, ne, dieses Pathfinder Scout Messer lässt sich wirklich im Prinzip für alles verwenden. Sei es in der Küche, sei es Outdoors, als wie Dave Canterbury das immer so schön betont, One Tool Option. Wenn man sonst nichts anderes dabei hat. Wie dann könnte man dem Messer wirklich blind sein Leben vertrauen. Kann vertrauen. Was mich ein bisschen stört ist, dass ich leider eins der Versionen bekommen habe, die mit Katergriffschalen. Mir hätten die mit den Walnussgriffschalen besser gefallen. Ja. Aber man kann ja nicht alles haben. Also eine ganz lange Arbeit mit Plastiks, Holzspalten, wie ich gezeigt habe. Einfache Arbeit. Auf jeden Fall ganz gut, ne? So, ich lasse das Feuer mal ausgehen, weil mehr als eine Dreiviertelstunde Tageslicht mache ich mir nicht mehr aus. Ich werde jetzt auch mal das Feuer löschen. Wenn das Wasser von noch übrig bleibt, wollen wir hier nicht die Hilfsscheriffe anlocken. Tasse überprüfen, dass man sich nicht durch Wasser verbrennt, weil die werden ja außenrum sehr gerne heiß. Och, das sollte die riechen können. Wahnsinn. Das ist aber ein wirklich selbstgemachter Zitronentee, also jetzt nicht mit irgendwelchen Konzentraten oder Granulate, die man für 2 Euro bekommt bei sämtlichen Supermärkten oder so. Das hier ein richtiger Zitronentee ist, durch nichts zu setzen. Den ziehe ich jederzeit im Kaffee oder sonstigen Tees vor. Also Zitronentee ist. Und dann mit Honig ein bisschen ja, Ingwer rein. Und dann, wenn es so schön knackig kalt draußen ist, also jetzt haben wir 0 Grad, das ist ja nicht knackig kalt, das ist ja eigentlich
schon komfortable Temperatur. Also das hier jetzt so, das ist schon geil. Ich glaube, ich werde mal beim nächsten Mal hier was von den Fichtennadeln hier runterholen. Machen wir dann schon Fichtennadeltee. Ich habe noch so einige Sachen, die ich vorstellen wollte, so an Messern und Tools. Zum Beispiel so eine kleine Sammlung zusammengetan an Zündstellen. Ferrocene Rods, die ich mal vorstellen wollte, um zu zeigen, wie das die hochpreisigen, sagen wir mal, von Light My Fire oder wie sie sonst noch so alle heißen, die sind alle eigentlich aus China. Und da wollte ich mal zeigen, dass ich habe mir wirklich sehr günstige oder sagen wir mal billige gekauft bei eBay. Und die tun den Job genauso gut wie von Light My Fire. Und ich bin mir sicher, dass der hier bei dem Messer von Dave Canterville, beim Pathfinder Scout oder sagen wir mal beim PLSG 1 oder dem PLSG 2, sind dieselben Zündstelle und das sind keine Light My Fire, das sieht man hier nicht. Also hier steht es zumindest nicht drauf. Und sagen wir mal 99% aller Zündstellen, die wir kaufen, haben wir China. Kann man keiner was erzählen. Ja, selbst wenn die von Light My Fire aus Schweden sind, das ist egal, also die haben die selber importiert. Also, ja. Da kann mir keiner was erzählen, dass die alle nicht aus China sind. Das glaube ich nämlich nicht. Eis und gut, Eis und gut. Ja. Also das Messer hier, das Pathfinder Scout, macht wirklich gute Arbeit. Also macht auch Spaß damit, sei es in der Küche oder draußen. Hat so eine schöne Bushcraft typische Scheide dabei, Lederscheide. Hier mit dem Einsatz für den Zündstahl. Ja, damit. Ähnelt der Scheide vom PLSG2 auch sehr. Ist auch nicht wesentlich größer oder kleiner. Ist nur ein bisschen breiter wegen der breiteren Schneide. Das ist klar. Ich zeig nochmal diese wirklich wunderschöne Patina. Also. Das von einer einzigen Zwiebel. So, hat er hier so die Aufnahme für den Zündstahl. Hier ist ein Gummiband. Kann man dann hier drum, so dass der nicht rausfällt und man ihn verliert. Und das am Gürtel sieht es in etwa so aus. Ich trage selten mal einen Gürtel. Ich habe auch ungern die Messer am Gürtel dran. Also von daher. Aber, wie gesagt, schönes Messer. Auf alle Fälle. Ich hatte das Beton hier gezeigt. Da kann man das ja auch ganz prima machen. Wo ich eigentlich gar kein Fan vom Betoning bin, aber als One-Tool-Option würde ich sagen, okay. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, wenn die Leute choppen, also hacken. Ich kapiere das nicht. Ich habe das bei erfahrenen Leuten gesehen, wie diesen Adam von Equipped to Endure, selbst der hackt auf irgendwelche. Es gibt nichts Inakkurateres als choppen. Also ich kapiere das nicht.
nehme ich mir doch eher einen Holzscheit oder ein Stück Holz und klopfe da oben drauf. Wirklich feine Arbeiten. Aber Chopping, ne. Ich habe noch zwei weitere Messer dabei. Die muss ich nicht vorstellen. Das habe ich aber auch schon mal in einem ganz frühen Video von mir gezeigt. Einmal das Mora 510 Black von HKGT. Hier immer schön an meinem Rucksack dran. Das ist eigentlich mein, ja, kombinierter Arbeits- und Freizeitrucksack. Ja, und dann habe ich hier in meiner Bomberjacke das Bundeswehr-Klappmesser. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Lassen sich noch viel feinere Feathersticks mitmachen. Das sind ja fast Löckchen. Nur halt grobe Sachen lassen sich damit nicht gut erledigen. Von daher. Aber mal für kleinere Sachen ist wirklich sehr gut geeignet. Also. Ich würde sagen, da habe ich keinen Scheiß gekauft. Gebraucht im Bundeswehr-Shop oder Army-Shop. Bei Papis Army-Store gekauft für. Oh, ich habe bezahlt. Ich glaube 5 Euro. Der Schwein kippt immer wieder rum. Für ein paar Euro. Das ist übrigens das Messer, was ich benutzt habe, um, da wurde ich getaggt, Zeltheringe mit der schlechten Hand herzustellen. Ja. Und seitdem, muss ich ganz ehrlich gestehen, übe ich öfters auch mal damit, weil ich gemerkt habe, es geht zwar, aber es ist schwierig. Genauso, normal könnte ja mal passieren, dass man sich, dass man die Brechstand gar nicht mehr benutzen kann. So wie ich damals, als ich, ich weiß nicht, ob man das von der Ferne aussieht, ich habe da schon öfters mal gesagt, hab hier noch die Platte in der Hand. Ich habe mir vor, jetzt 2 Jahre her, 2,5, vor 2,5 Jahren habe ich mir mal die rechte Hand gebrochen auf der Arbeit. Da bin ich vorwärts, von der Rampe runtergefallen, bin auf Deckeln von PET-Flaschen ausgerutscht, bin vorwärts von der Rampe runtergefallen und unglücklich aufgekommen. Ich wollte mich noch, weil ich bin wirklich kopfüber runter und wollte mich auffangen und habe wohl irgendwie aus dem Reflex eine Faust gemacht, weil ich dachte, ich breche mir vielleicht die Finger, die Faust gemacht und genau hier auf dem Mittelknochen klack und dann sah man hier fast den Knochen rausgucken. Also, das war dann alles mit der linken Hand zu machen. Ich lasse es euch gesagt sein. Wenn ihr die linke Hand nicht wirklich trainiert habt, dann putzt euch damit mal den Arsch ab. Es gibt kaum was Schwierigeres, ohne dass man sich die Hände schmutzig macht, die Hand schmutzig macht. Ich sag's euch. Testet's mal. Ja. Also das Messer habe ich also grundsätzlich dabei. Also hier in dieser Bomberjacke. Also, ich habe also eigentlich in jeder Jacke von mir ein Messer dabei. Immer. Also
ein Klappmesser ist immer dabei. Und ich muss dazu sagen, ich nehme eigentlich nur noch Klappmesser mit, die sich mit zwei Händen öffnen lassen, weil die Gefahr ist mir einfach viel zu groß. Die Gefahr ist mir viel zu groß, ein Messer mitzunehmen, was man mit einer Hand öffnet. Tja, wird kontrolliert. Hat eine richtig scheiße Abflug. Daumen drin, kann man machen. Sag mal, die allseits beliebten Klappmesser von Spider-Kochen, muss ich zu sagen, mir gefallen die auch nicht. Aber die sind viel zu teuer und sind verbunden. Also man darf die nicht mitnehmen, weil die sich durch das Loch in der Klinge mit einer Hand öffnen lassen. Die sind leider in Deutschland verboten. Machen wir uns nichts vor. Man darf sich halt nicht in Deutschland gegen das Gesetz stellen. Das hat man geschissen. Der Gesetzgeber, der lässt einem da echt gar keine Wahl. Also, ich lasse es nicht drauf ankommen. Das ist mir scheißegal. Dann lasse ich mir meine Einhandmesser. Also, sag mal, ich habe ja auch einige, die könnt ihr zu Hause benutzen oder aufbewahren. Aber mitnehmen, ne, geht gar nicht mehr. Das ist mir zu gefährlich. Und die Strafen. Also wer einmal so richtige Strafen bezahlt hat, so wie ich, gut, das war jetzt aber, das hatte aber nichts mit einem Messer zu tun. Das war eine simple Beleidigung. Das waren 500 Euro. Wer einmal eine Strafe bezahlt hat, der macht das nie wieder. Und einmal kurz umdenken, mein Gott, dann mache ich halt ein Messer mit zwei Händen auf, da breche ich mir keinen mehr ab. Und da muss ich keine One-Hand-Folge mitnehmen, das ist einfach nicht nötig. Es gibt auch schöne, die man mit zwei Händen öffnen kann. Boah. Die Vitamine, die in der Zitrone drin sind. Und, oder hier, Ingwer. Oh, Wetter. Die Hundebesitzer, die laufen wirklich perfekt ein. Ich weiß nicht, was das ist, ob das ein Volkssport ist bei Müller Kerlich. Da sind ja auch Honig da drin, absoluter Immunbooster. Ja, oder sagen wir hier, ja, es ist pur mit Schale. Nachdem der aus dem Tee rauskommt, ist er eh entschärft. Also Ingwer ist relativ scharf. Wenn der aus dem Tee rauskommt, ist er entschärft, sagen wir mal. Weil viel davon hier drin ist, schmeckt man übrigens auch. Man kann ihn so essen. Ingwer ist auch ein guter. Kommt auch die Fettverbrennung ganz gut an. Ich hab's nötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind ein paar Kilo zu viel, 20. Ja, das ist halt viel geworden. Da hatte ich so Mitte 30. Seit ich ja, so 35 war, habe ich gemerkt, dass die Fettverbrennung oder der Stoffwechsel ein bisschen runterfährt. Jetzt bin ich 43. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich bin noch ein guter Weg. Aber wir machen ganz langsam ohne Sport. Genau so. Ich hatte mal eine Nachricht bekommen, übrigens zu einem meiner Videos. Ich würde keine buschkrafttauglichen Klamotten tragen. Stimmt. Ist das aufgefallen hier, so Sommer, so Saki oder so, alle die das Buschkraft betreiben. Das Set auch von Waldhandwerk. Die tragen immer typische Bushcrafter-Hosen oder Outdoor-Hosen. Ich finde das nicht so nötig. Der Saki hat da mal welche von Gamsbock vorgestellt. Viel zu teuer. Hör mal, den Preis. Ja, Jogginghose von meinem Adidas Trainingsanzug. Also bei 0 Grad, ich friere da drin nicht. Ich weiß nicht warum. Ich friere da drin nicht. Das sind 10 Euro Turnschuhe vom Flohmarkt. Da gibt es ja öfters mal Flohmärkte mit
Regalware. Da waren diese Schuhe bei. Die habe ich jetzt zwei Jahre bestimmt schon. Die haben schon etliches mitgemacht. Und ich schmeiße sie in die Waschmaschine und dann sind die wieder wie neu. Ja, also so teure Sachen. Da bin ich nicht so froh. Das war's schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich quatsche ja manchmal ein bisschen viel. Manchmal, meistens immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.